Ein echtes Holzgerlinger Energiebündel. Unglaublich gelenkig, akrobatisch und professionell. Celine Müller ist 16 Jahre jung, seit 12 Jahren Tanzmariechen und frisch gebackene württembergische Meisterin. Ich bin echt begeistert. Auch von ihrem Spagat. Komm, hör auf nicht. Oh. Celine, das sieht ja eigentlich für Außenstehende grauslich aus, aber das muss man machen, gell? Wir machen ja nicht nur jetzt so Dehnsachen und so, wir müssen ja auch die Kraft und die Kondition aufbauen und ja. Wie oft in der Woche trainierst du? 4 bis 5 Mal die Woche. Oh. Werfen? Celine tanzt mit ihren Mitstreiterinnen beim Verein die Filderer Leinfelden Echterdingen und trainiert bis zu 20 Stunden die Woche. Das ist echte Knochenarbeit, auch wenn das vom Rand aus betrachtet ganz einfach aussieht. Durchstrecken. Ja, und weiter. Am besten schon als Kind anfangen, heißt es beim karnevalistischen Tanzsport. Gaetana Trombeta, früher selbst Tänzerin, trainiert die Mädchen. Celine von klein auf. Celine ist richtig gut, gell? Ja, Celine ist. Die macht das auch schon seit Ewigkeiten. Die war, glaube ich, 5, als sie angefangen hat. Mhm. Und ja, es ist ihre Leidenschaft, das merkt man schon. Und seitdem hatte Celine Müller schon jede Menge Fernsehauftritte bei uns im Programm. Mit 12 erklärt sie, wie alles begann. Früher schon immer Fasching halt angeguckt im Fernsehen und dann wollte ich das halt genau so machen, wie die das machen. Ich fand das ganz faszinierend. Bein hoch, Bein runter. Paartanz fand sie besonders schön. Da hätte man so viel Spaß miteinander. Celine macht gerade eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Für mich hat sie sich einen Tag freigenommen. In Holzgerlingen ist gerade Krämermarkt und Celine liebt Crepe. Also holen wir uns einen. Und gibt es irgendwann mal kein Training? Nee. Unglaublich. Das war immer eine Drohung von meiner Mama. Wenn das Zimmer nicht aufgeräumt ist, wenn die Hausaufgaben nicht gemacht sind, geht es nicht ins Training. Ja. Gemein. Und wie oft ist es passiert? Gar nicht. Hat immer gezogen. Guten Appetit, gell, Mensch. Danke. Super. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Für Celine ist der Krämermarkt immer ein Höhepunkt. Highlights und Auszeichnungen gab es in ihrer Karriere aber auch schon viele. Mehrfache deutsche Meisterin, mal allein, mal zu zweit oder mit der Mannschaft. Eigentlich alle Titel sind mir wichtig, weil ich mit jedem Titel ja, was Bestimmtes verbinde. Zum Beispiel einen Titel habe ich mir mit einem Bänderriss geholt. Also so richtig? Ja, 2 Außenbänder. Und dann hast du trotzdem hier das Bein hinter das Ohr geschnallt und so? Ja. Jesus. Was gefällt dir an deinem Heimatort Holzgerlingen? Ja, dass es relativ klein ist und man sich untereinander gut kennt. Aha. Dass man immer gegrüßt wird, wenn man durchs Städtle läuft. Guten Tag, Celine. Ja, guten Tag. Dir. Neben Ausbildung und Tanzsport spielen ihre Eltern noch eine wichtige Rolle. Beide arbeiten in einer Holzgerlinger Bäckerei. Hier ist jetzt auch schon meine Mama. Ah, die Mama. Hallo, grüß Gott. Hallo. Hallo. Isst du diese ganzen wunderbaren, kalorienreichen Dinge jetzt gern? Manches mehr, manches weniger. Aha. Und dann liebst du das, was Mama selber macht, oder? Ja, natürlich. Und wo ist der Papa? Hinten in der Backstube. Ja, dann. Gib's mir los. Auer elegante Drehung lernen wir beim Herrn Papa. Allerdings ein bisschen anders. Nach hinten, Schlenker, und die hier geht nach vorne. Genau. Ja. Passt. Die Sonne, wie kriegt das noch? Sagen wir mal, ich scheiß mit durch. Und da ist man doch sicherlich auch ein bisschen stolz. Oh, das ist ja schon öfters gefragt worden. Eher lästig. Natürlich ist man da stolz drauf. Aber Herr Binder, sind Sie stolz drauf, dass Sie eine neue auf Zeitdoktor? Na doch auch, muss ich sagen. Wir kriegen das immer mit. Oder? Und sagen wir ehrlich, ehrlich schon. Ein stolzer Kochel, der natürlich. Die Kollegen lachen da schon. Ich bin mir sicher, auf dieses sportliche Ausnahmetalent kann ganz Holzgerlingen stolz sein. Thank you.